This podcast is brought to you by LMU Munich. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen zum ersten Crowdinvesting-Symposium hier an der LMU. Mein Name ist Lars Hornhof und ich möchte Ihnen zunächst erstmal einen Überblick über den deutschen Crowdinvesting-Markt geben. Wenn man sich mit dem Crowdinvesting-Markt beschäftigt, muss man zunächst erstmal definieren, was Crowdinvesting überhaupt ist. Ich habe Ihnen meine eigene Definition mitgebracht. Crowdinvesting ist das internetbasierte Sammeln von Finanzierungsbeiträgen einer Vielzahl an Investoren zur Finanzierung von Startup-Unternehmen. Und bislang funktioniert das ohne Verkaufsprospekt. Was unterscheidet also den Crowdinvesting-Markt vom herkömmlichen Kapitalmarkt? Wie am traditionellen Kapitalmarkt auch, findet Crowdinvesting mit Emittenten statt. Das Besondere hier ist allerdings, dass die Emittenten eben keine Mittelständler oder Großkonzerne sind, sondern vor allem Startup-Unternehmen. Diese Startup-Unternehmen haben besondere Risiken, unter anderem, wenn man daran denkt, dass so ein Startup ein relativ junges Gründerteam hat und dieses vielleicht sich irgendwann mal zerstreitet und damit das Startup die Existenz verliert. Das dürfte bei Siemens oder anderen mittelständischen oder großen Konzernen weniger häufig der Fall sein. Auf der anderen Seite haben wir die Investoren und die Investoren haben auch wie am regulären Kapitalmarkt größere und kleinere Geldbeutel und einige der Investoren sind möglicherweise gar nicht in der Lage, das Risiko zu tragen, was mit diesen Startup-Unternehmen einhergeht. Wie ist Crowdinvesting jetzt zustande gekommen? Zunächst einmal durch die Portale, die es ermöglicht haben, über das Internet die Finanzierung zustande kommen zu lassen. Und die Portale verdienen an dem Crowdinvesting durch eine Provision, die mit der Finanzierung zustande kommt. Die liegt hier zwischen 5% und 10% und ist zunächst erstmal unabhängig davon, ob das Startup später erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist hier auch der kleine goldene Geldsack. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Investoren über die Finanzierung ein Recht an den zukünftigen Cashflows der Unternehmen verdienen und das wird über partielle Darlehen, stille Beteiligung und Genussscheine realisiert und somit über hybride Finanzierungsformen zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Wenn alles gut geht und das Startup-Unternehmen erfolgreich ist, verdienen Investoren am Ende dann eine Rendite. Abhängig davon, auf welchem Portal man sich befindet, kommen die Verträge entweder direkt zwischen der Crowd auf der einen Seite, den Investoren und dem Startup zustande oder in einzelnen Fällen ist es auch so, dass da eine Gesellschaft noch zwischengeschalten ist. Seit Oktober 2011 hat das erste Crowdinvesting stattgefunden oder wurde abgeschlossen mit Seedmatch. Ebenfalls im Jahr 2011 war noch die Plattform Innovestment aktiv und hat die ersten Finanzierungen durchgeführt. Mittlerweile sind 11 Portale am Markt erfolgreich aktiv und haben Finanzierungen abgeschlossen. Erst im Januar 2013 sind jetzt noch 4 neue Portale hinzugekommen. Wenn man sich die Portale anschaut, so sieht man, dass die doch relativ ähnlich aufgebaut sind. Meistens gibt es einen Imagefilm über das Portal als solches. Es gibt eine Sektion über die Investoren oder für die Investoren, für die Emittenten und über das Portal. Und viele der Portale verfolgen zwar unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber der Aufbau scheint relativ ähnlich. Wie hat sich seit Oktober 2011 der Markt entwickelt? Der Markt ist momentan kumuliert auf einem Volumen von 5,5 Millionen Euro. Getrieben wurde das insbesondere durch Seedmatch, aber auch Innovestment hat die Entwicklung entscheidend vorangetrieben. Über die Zeit sind dann die anderen Portale mit dazugekommen. Jetzt kann man sich fragen, inwieweit Crowdinvesting bisher schon eine Erfolgsgeschichte ist. Was man hier sieht, sind die erfolgreich durchgeführten Investments oder Finanzierungen pro Monat. Und was man sieht, ist, dass im Januar 2013 erst kürzlich 9 Finanzierungen durchgeführt wurden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass nicht jedes Investment, was auf einem Portal angeboten wurde, auch erfolgreich war am Ende. Auf der anderen Seite haben wir nämlich auch Investments, die angeboten wurden, aber dann doch nicht finanziert wurden. Das kann man jetzt in zweierlei Hinsicht interpretieren. Auf der einen Seite kann es so sein, dass die Crowd intelligent war und herausgefunden hat, dass diese Finanzierungen nicht finanzierungswürdig waren und sie deshalb nicht finanziert hat. Dann hätte man natürlich das Problem, dass es vielleicht mittlerweile schon gar nicht genügend Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die finanziert werden sollen.
In der Betriebswirtschaft ist das unter anderem auch als Money Chasing Projects Problem bekannt. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch annehmen, dass es einfach nicht genügend Investoren gab, die nicht gewillt waren, die Finanzierung durchzuführen von diesen Projekten, die dann noch angeboten wurden. Interessant, wenn man den Erfolg des Crowdinvestings bisher beurteilen will, ist auch, dass es bisher noch keine Insolvenz gab von den Unternehmen, die finanziert wurden, und bisher zwei Startup-Unternehmen auch schon eine Anschlussfinanzierung durch Venture Capital-Firmen bekommen haben. Wie teilt sich der Markt bisher auf? Seedmatch hat mittlerweile 29 Finanzierungen durchgeführt, Innovestment 15, Companisto 7, die verbleibenden 7 Portale haben immerhin 9 Finanzierungen durchgeführt. Wenn man sich jetzt das Volumen anschaut, das einkassiert wurde, so ist es so, dass Seedmatch noch einen etwas größeren Marktanteil hat. Das liegt vor allem daran, dass Seedmatch bislang die meisten Finanzierungen mit 100.000 Euro durchgeführt hat und seit Ende letzten Jahres auch mit partiellen Darlehen Beträge von über 100.000 Euro pro Finanzierung eingenommen hat. Genau. Das sind die Volumen in Millionen Euro, also Seedmatch bei 3,2 Millionen Euro, Innovestment bei 1,2 Millionen, Companisto bei 650.000 und die verbleibenden Portale bei rund 500.000 Euro. Wenn man jetzt wissen will, ob Crowdinvesting volkswirtschaftlich sinnvoll ist, könnte man sich unter anderem die Frage stellen, ob durch das Crowdinvesting regionale Finanzierungsbarrieren abgeschafft werden. Wir alle wissen, dass wenn man in den USA investieren will, man meistens in das kalifornische Silicon Valley geht und dort als Investor aus Ohio oder sonst wo mögliche Startup-Unternehmen findet. In Deutschland dürfte das die Startup-Hochburg vor allem Berlin sein und da ist auch Companisto angesiedelt. Was man hier sieht, sind die kleinen Smileys, sind die Finanzierungsprojekte, die erfolgreich durchgeführt wurden. Das heißt, Companisto mit Sitz in Berlin hat auch alle Finanzierungen bisher in Berlin durchgeführt. Bei Innovestment ist es so, die sitzen derzeit in Köln, haben Finanzierungen in ganz Deutschland durchgeführt. Gleiches gilt auch für Seedmatch, auch hier, die sitzen in Dresden, haben auch Finanzierungen in ganz Deutschland durchgeführt. Das sind die verbleibenden 7 Portale. Jetzt sind wir vor allem Innovestment sehr dankbar dafür, dass sie uns auch Zugang zu den Nutzern hergestellt haben. Und was man sieht, ist, dass auch die Nutzer vor allem aus den Regionen München, Berlin, Hamburg, Köln und Aachen kommen. Wobei man hier sieht, dass es nur ein Drittel oder ein Viertel der Nutzer auf dem Portal sind und die anderen Nutzer aus ganz Deutschland herkommen. Das bedeutet, dass Crowdinvesting wohl in der Tat in der Lage ist, Finanzierungsschwellen oder regionale Finanzierungsbarrieren abzuschaffen. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über erfolgreiche Finanzierung gesprochen. Aber wer sind denn eigentlich die Emittenten? Die Emittenten sind meistens nur wenige Monate alte Startup-Unternehmen, die bislang zu geringe Verkaufserlöse haben, um die laufenden Kosten der Unternehmung zu decken. Die Kapitalzuflüsse werden häufig genutzt, um die Produkte oder Dienstleistungen weiterzuentwickeln und um Marketingmaßnahmen durchzuführen und so weiter. Die Geschäftsideen kommen mittlerweile oder bisher vor allem aus dem Bereich E-Commerce und Digital Mobile Services, aber auch zunehmend werden Mittelstandsfinanzierungen angedacht. Erst kürzlich wurde ein Bagger für 25.000 Euro finanziert und was man als Finanzwissenschaftler sich vor allem fragen kann oder Betriebswirt, sind das denn sogenannte Necessity Entrepreneurs? Also sind das Unternehmer, die nur nach einer Finanzierung streben, weil sie keine Erwerbsalternative haben? Und was man hier sagen kann, ist, dass die meisten Unternehmer, die hier gründen, in der Tat keine Necessity Entrepreneurs sind, weil die zum Teil Businessplan-Wettbewerbe gewinnen, bereits staatliche Fördermaßnahmen durchlaufen haben und die Seriositätsschwelle von 25.000 Euro an der GmbH-Gründung meistens schon übersprungen haben. Auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, was die Investoren oder wo die Investoren herkommen. Sind die überhaupt in der Lage, das Risiko eines Crowdinvestings zu tragen? Und hier sind wir auch wiederum dankbar dafür, dass uns Innovestment die Daten zur Verfügung gestellt hat. Und was man sagen kann, ist, dass 94% der Investoren männlich sind oder der Nutzer. Im Schnitt sind die 39 Jahre alt, von 18 bis 72 Jahren war da alles dabei. Beruflich sind die meist selbstständig, die kommen vor allem aus dem Bereich IT, Beratung und Finanzen. Und man kann nicht sagen, dass die Investoren Kapitalmarktlaien sind, denn über 4/5 haben schon in Aktien investiert, 3/4 haben immerhin schon mit Fonds oder Zertifikaten Erfahrung gesammelt. Innovestment fragt zudem, wie viel die Investoren bereit wären,
auf dem Portal und pro Startup zu investieren. Im Durchschnitt ist es so, dass die Leute pro Portal gewillt sind, 124.000 Euro zu investieren und ungefähr 60.000 Euro pro Startup. Das bedeutet, wenn man jetzt diese beiden extremen Werte hernimmt, käme man zu einer hypothetischen Diversifizierung von 2,1 Startup-Unternehmen. Wenn man das jetzt als Beimischung zum normalen Portfolio hernimmt, könnte das eventuell gut gehen. Allerdings nur für Crowdinvesting dürften 2 Startup-Unternehmen deutlich zu wenig sein, um das Portfolio zu diversifizieren. Ist es denn überhaupt möglich, mit Crowdinvesting sein Portfolio gut zu diversifizieren? Dafür muss man erstmal wissen, wie die Investoren am Crowdinvesting beteiligt werden. Die Investoren erhalten meistens einen Verlust, einen Gewinn und ein Einlagenkonto. Wenn Gewinne realisiert werden, werden die irgendwann auf das Privatkonto der Investoren überwiesen. Wenn Verluste realisiert werden, werden die auf dem Verlustkonto eingetragen. Sollten dann später neue Gewinne entstehen, muss zunächst das Verlustkonto ausgeglichen werden. Entscheidend ist hierbei, dass es keine Nachschusspflicht gibt, also es wird nur bis zur Höhe der Einlagen auf Verluste realisiert. In Zukunft bei den meisten Portalen häufig einen Auseinandersetzungsanspruch am Ende des Beteiligungszeitraums. Dieser ist allerdings unterschiedlich geregelt. Zum Beispiel bei Seedmatch ist es so, dass man dort ein EBIT oder Umsatzmultiple erhält. Bei der derzeit angebotenen eTukTuk GmbH sind das das 6-fache EBIT-Multiple oder das 1,2-fache Gewinn-Multiple, jeweils des vorherigen Geschäftsjahres. Andere Portale wie Companisto, Innovestment und United Equity nutzen hingegen Bewertungsstandards, unter anderem des Instituts für Wirtschaftsprüfer. Und zukünftig wird es so sein, dass Bergfürst auch einen Sekundärmarkt schafft und damit die Bewertung über den Marktmechanismus stattfindet. Nehmen wir nun folgendes hypothetisches Beispiel. Nehmen wir an, ein Investor hat gemäß Markowitz sein Portfolio optimal diversifiziert, hat dabei in 10 Startup-Unternehmen investiert. In jedes der Startup-Unternehmen hat er jeweils 1.000 Euro gesteckt und wie Costolani das rät, ist er dann nach 3 Jahren wieder aufgewacht und sieht, was passiert ist. 3 Startup-Unternehmen sind insolvent gegangen. Das entspricht auch etwa der Quote laut KfW Gründungsmonitor. Bei 4 weiteren Startups hat er einen Verlust realisiert und bei 3 Startup-Unternehmen macht er einen Gewinn. Würde das jetzt ausreichen, um eine positive Kapitalrendite zu erwirtschaften? Wenn er an dem Unternehmenswert partizipiert, wäre in dem Fall seine Auszahlung 12.200 Euro. Er würde eine positive Kapitalrendite von 220% erwirtschaften. Nehmen wir nun an, der Investor wird eben nicht am Unternehmenswert beteiligt, sondern über EBIT und Umsatzmultiples. Warum könnte das in diesem Fall ein Problem darstellen? Das Problem entsteht unter anderem oder insbesondere durch das besonders erfolgreiche Startup. Denn wenn man sich besonders erfolgreiche Startup-Unternehmen anschaut, so ist es meistens so, dass dort die EBIT- und Umsatzmultiples dem Unternehmenswert hinterherlaufen. Warum ist das so? Weil meistens bei den erfolgreichen Startups man vor allem in die Idee investiert und die Bewertung anhand der Idee stattfindet. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel Facebook. Zum Zeitpunkt der IPO war die Facebook-Bewertung bei 104 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei einer Milliarde US-Dollar, der Umsatz bei 3,7 Milliarden US-Dollar. Um mit dem Unternehmenswert gleichgestellt zu werden, hätte der Investor bei der Facebook-Aktie mindestens das 28-fache EBIT-Multiple oder das 104-fache Gewinn-Multiple bekommen müssen, um mit dem Unternehmenswert gleichgestellt zu sein. Nehmen wir jetzt in dem Fall an, er würde statt den 6.000 Euro Unternehmenswert nur über ein EBIT- oder Umsatzmultiple 3.000 Euro erhalten. Damit wäre das Startup immer noch das erfolgreichste Startup für ihn mit 200% Rendite. Allerdings würde das in dem Fall nicht mehr ausreichen, um eine positive Kapitalrendite zu erwirtschaften. Hier wäre die Auszahlung dann nur 9.200 Euro, die Kapitalrendite minus 8%. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Also zum einen ist es so, dass der Crowdinvesting-Markt derzeit wirklich noch ganz am Anfang steht. Also mit 5,5 Millionen Euro ist der Betrag noch wirklich sehr klein. Vergleicht man das mit anderen Risikoprodukten, zum Beispiel Lotto 6 aus 49, da sind wir hier gerade bei einem 1/2000 des Marktvolumens. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Portale mittlerweile mehr unter Wettbewerbsdruck geraten und vielleicht auch zukünftig nicht mehr nur die erfolgreichen Startup-Unternehmen auswählen können. Wenn das der Fall ist, dann wird es zunehmend unter den Finanzierungen auch zu Insolvenzen kommen.
Insbesondere in diesem Fall ist es wichtig, dass die Investoren in der Lage sind, ihr Portfolio zu diversifizieren. Und ich denke, aus dem Grund sollten sie vor allem auch im Upside-Potential der Startup-Unternehmen beteiligt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.